In einem Western schießt ein Cowboy auf einen 80 Kilogramm schweren Indianer. Die 10 Gramm schwere Kugel, deren Geschwindigkeit 400 Meter pro Sekunde beträgt, trifft den Indianer. Getroffen wird der Indianer um einige Meter heftig nach hinten geschleudert. Nachdem du die Geschwindigkeit des Indianers mitsamt der Kugel berechnet hast, scheinen dir die Bilder des Films plausibel? Hier die Angaben. Die Masse M1 beträgt 10 Gramm, also 0,01 Kilogramm. Die Geschwindigkeit V1 beträgt 400 Meter pro Sekunde. Die Masse M2 beträgt 80 Kilogramm und was wir suchen, ist die Endgeschwindigkeit des Indianers mitsamt der Kugel. Diese Endgeschwindigkeit V drücken wir in Meter pro Sekunde aus. Und um sie herauszufinden, nutzen wir diese Formel, die besagt, dass der Impuls P gleich ist zur Masse mal die Geschwindigkeit. Das Impulserhaltungsprinzip besagt hier, dass M1 V1 plus M2 V2 gleich ist zu M1 plus M2 mal V. Aus dieser Gleichung schließen wir, dass V gleich ist zu M1 V1 plus M2 V2 geteilt durch M1 plus M2. Wir ersetzen M1 da und da durch 0,01. Wir ersetzen M2 da und da durch 80. Wir ersetzen V1 durch 400 und V2 durch 0, denn am Anfang ist die Geschwindigkeit des Indianers 0. Und somit erhalten wir für V diese Rechnung, die sehr schnell zu 0,05 führt. Das bedeutet also, dass die Geschwindigkeit des Indianers mitsamt der Kugel 0,05 Meter pro Sekunde beträgt. Diese Geschwindigkeit ist sehr klein. Man erkennt das noch besser, wenn man sie in Zentimeter pro Sekunde ausdrückt. Das sind nur 5 cm pro Sekunde. Also scheint die Szene von dem Film übertrieben. Sie erscheint nicht plausibel.